Hallo, wir sind hier zusammen. Isabelle und ich haben ein wunderbares 6-Monats-Programm mit dem Namen Business Flow. Und heute zu Gast Sabine Hochmuth, eine wirklich spirituelle Lehrmeisterin. Sie ist nach Zypern ausgewandert, lebt dort ihren Traum, privat, beruflich angekommen und ist wirklich sehr, sehr inspirierend, ganz bekannt, nicht nur deutschlandweit, sondern auch da über die Grenzen hinaus als Reiki-Lehrerin, Reiki-Meisterin. Sie bildet im Reiki, intuitiven Reiki aus und hat tatsächlich ihre eigene Methode mit dem intuitiven Reiki ja erschaffen, kreiert. Und die Intuition ist ganz, ganz wichtig, ganz weit oben. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, auch ein besonderer Zugang, ja, hier auf die Intuition, auf die Herzensstimme bei allem Tun und Sein. Ja, zu folgen. Und sie beschäftigt sich auch schon sehr, sehr lange mit den hermeneutischen Gesetzen und hat da auch ein wunderbares E-Book dazu erschaffen und ja, hilft den Menschen auch dabei, diese Gesetze wirklich umzusetzen, zu leben und so auch ja Schöpfer wieder zu werden, ja, die Schöpferin deines Lebens zu werden. Und das finde ich so ganz, ganz wunderbar, dein Tun und Wirken. Und wir haben sie nicht nur jetzt die 6 Monate im Business Flow Programm auf dem Weg, noch mehr online ja, durchzustarten, Online-Kunden zu gewinnen, einfach sich mit den ganzen Online-Möglichkeiten zu beschäftigen, sondern auch schon vorher in unserem Business Go-Programm durften wir sie begleiten. Das ist jetzt schon fast ein Jahr, wo wir so zusammen in der Welt sind und das ist für uns so ein großes Geschenk. Also erstmal vielen Dank, dass du heute hier bist, liebe Sabine. Ja, vielen, vielen Dank für diese Wow-Einleitung hier. Ich bin ja schon ganz heiß Ja, sozusagen. Sehr schön. dann machen wir heiß weiter. Also jetzt war ja der Fokus auf dem Business Flow Programm, das heißt, dich zu begleiten auf dem Weg, dein Online-Business weiter auszubauen, von einem Lead-Magnet bis hin zu Online-Kundengewinnen, Funnel-Aufbau, Automatisierung. Was war denn so die letzten 6 Monate dein Highlight, wo du sagst, ja, da bin ich jetzt wirklich stolz drauf, dass ich das umgesetzt habe? Ja, also wo soll ich anfangen? Man denkt ja erstmal, wenn man spirituell arbeitet, man braucht wirklich einen ganz direkten Kontakt. Also wir legen ja Hände auf, ja. Und ich habe festgestellt, auch jetzt in den letzten 6 Monaten, dass das zwar schön ist, in Präsenz zu arbeiten, aber dass es eben auch hervorragend geht, eben online zu arbeiten, ja. Und dank eurer Hilfe und der großen Erfahrung, die ihr da echt reinsteckt, das ist wirklich sehr, sehr besonders, ja, habe ich es also geschafft, jetzt einen Lead-Magneten, ein Freebie zu entwickeln. Juhu. Und da bin ich mal ganz ehrlich, also ich bin damit lange schwanger gegangen, weil die kosmischen Gesetze, die hermeneutischen Prinzipien, das ist schon ein mächtiges Thema, ja. Und durch eure Begleitung, jetzt habe ich mich da wirklich dran getraut und ich glaube, ich habe es hingekriegt, das wirklich runterzubrechen, es verständlich zu machen und so eben über diese Online-Welt, die uns diese Möglichkeit ja auch gibt, viel, viel mehr Menschen einfach noch zu erreichen. Ja, dass, wie du auch schon gesagt hast, Steffi, wir die Menschen eben dahin bekommen, vor allen Dingen die Frauen, finde ich, dahin bekommen, in ihre Kraft zu gehen, in diese Schöpferinnen Energie zu gehen und zu sagen, so, und jetzt lebe ich wirklich mein Leben und ich mache es und ich setze es um und ich weiß, wie es geht, ne? Ja, du bist so Ja. inspirierend, wenn ich dich zuhöre, immer so, oh wow. Ja, also ich Ja. find das ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig, was du da machst. Und jetzt gibt es ja diesen Freebie-Lead-Magnet. Hast du das Gefühl, du hast auch schon so ein bisschen Wachstum gespürt, dass du jetzt neue Kunden gewonnen hast oder einfach neue auch in deine E-Mail-Verteilerliste? Weil also beim Business Flow Programm ist so ein bisschen der Fokus darauf, wirklich diesen E-Mail-Verteiler größer werden zu lassen, dass du da E-Mail-Serien-Funnel erstellst, um dann auch ein bisschen vielleicht ja, Zeit zu sparen durch diese Automatisierung, aber gleichzeitig können die Kunden quasi Vertrauen zu dir aufbauen, dich besser kennenlernen und dann natürlich auch vielleicht eine Reise nach Zypern, ein Reiki-Einweihung oder was auch immer spirituelles Business-Coaching bei dir machen. Ja, also wo stehst du denn da jetzt? Ich hätte es gar nicht gedacht, weil ich bin ja jetzt nicht so die Zahlenfrau, ne? Kann man sich ja vorstellen. Und auch nicht so die Statistikerin. Aber mir macht es richtig Spaß, ja, zu gucken. Das kann man nämlich schön, ne? Wer hat sich denn jetzt eingetragen in den Newsletter-Verteiler? Wer hat auch das Freebie runtergeladen? Ja?
Und ich freue mich echt über jede Zahl, ja. Und das, ich merke richtig, also es ist jeden Tag zweistellig, ja, was da passiert. Und das wächst richtig. Und es ist ein gutes Gefühl, ja, wie soll ich sagen, sich so auszubreiten sozusagen, ja. Weil ich meine, wir treten ja alle an mit einer Botschaft letztlich auch. Wir wollen ja was. Ja, das haben wir ja schön rausgearbeitet im ersten Teil, wie nennt ihr es jetzt? Business Go, Business Business Go. Go, danke. Business Go und Business Flow, ja, schön. Da haben wir das ja wunderbar zusammen rausgearbeitet, diese Vision und die Mission, ja, und auch wie man das umsetzen kann. Und sich selber in dieser Selbstwirksamkeit wahrnehmen zu können, ist einfach ist richtig geil. Sehr schön. Ja, wir zwei haben ja auch die Parallele, dass wir sehr stark aus der Präsenz kommen. Ich mit meinem NLP für Frauen, du mit deinem Reiki. Und sich dann zu öffnen für die Online-Welt und gerade zu erkennen, wie sehr unsere Vision für die Welt dann auch noch größer werden kann und wachsen kann, ist großartig, das auch bei dir jetzt zu sehen. Und wir hatten ja auch das Thema Teamaufbau und auch Moneyflow, Next Level. Wie ging es dir damit? Denn ich weiß, das ja selbst aus eigener Erfahrung, wenn man so alles ganz allein macht, dann wird es irgendwann, wenn das online noch dazu kommt, herausfordernd. Wie war das bei dir? Also, ich meine, ich bin jetzt schon lange im Business, im Geschäft. Ja. Ich habe ja die Praxis 2004 eröffnet, ne. Mache das seit 2013 hauptberuflich, was ja auch schon recht ungewöhnlich ist in gerade diesem spirituellen Businessbereich. Also wenn du erfolgreich bist, ich meine, das probieren viele, aber dass du davon eben auch gut leben kannst. Ja. Und dadurch bin ich es im Grunde gewohnt, alles selber zu machen. Ja. Und da ich sehr viel Wert darauf lege, authentisch zu sein, also das, was ich predige, auch zu leben, habe ich dann gemerkt, oh Schatzilein, du kommst echt in die Überforderung, wenn du alles selber machen willst. Ja, Homepage selber machen, Bücher schreiben, bla 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 bla. Ja, also ihr merkt, da wird man sofort atemlos. Ja? Und insofern war das für mich sehr, sehr hilfreich, sowohl an mir selber zu arbeiten, weil da natürlich einige Hürden auch kommen, wenn du Aufgaben abgibst und jemand anderer macht sie halt einfach auch anders. Ja, also da zu wachsen, erstmal den Schritt zu machen, überhaupt was abzugeben, dann jemanden zu finden, mit dem du wirklich gut arbeiten kannst und dann auch zu sagen, okay, ich atme jetzt erstmal, er, sie, es schreibt es anders, aber es ist gut. Ne? Und dann zu merken, wow, ich habe Zeit für die Dinge, die die ganze Zeit liegen geblieben sind. Bücher schreiben, ja, neue Angebote kreieren, Dinge ausprobieren, einfach auch selber, ja, in die Entspannung zu gehen und in der Hängematte zu liegen und zu manifestieren, was ja nun auch Teil unserer Aufgabe ist, ne? Also das ist wirklich toll, ja. Teamaufbau kann ich nur empfehlen. Ja. Und Next Level Money Flow, magst du da auch noch was Ja, sagen? gerne. Also wie soll ich es denn sagen? Auch da, ne, finde ich den spirituellen Ansatz, den ihr mit reinnehmt, ja, so wie beim Manifestieren mit dem Money Flow, auch sehr, sehr schön. Wir haben ein schönes Ritual gemacht, das Isabel damals angeleitet hat. Und ich hatte so das Gefühl, ja, wow, okay, da kommt wirklich, also spürbar, energetisch spürbar Bewegung rein, ne? Als würde so ein, wie soll ich denn das sagen? So Sterntalerchen, Sterntalermäßig, weißt du, so ein bisschen, und dann kommt das Gold und so, weißt du? Schön, war sehr, sehr schön und es fließt gut seitdem. Es fließt gut. Ja, gefällt mir gut. Wow. Also ich bin wirklich ganz, ganz begeistert, ne, was sich alles getan hat. Und man braucht so seine Zeit. Und ich habe auch für mich festgestellt, ich bin manchmal so sehr, sehr schnell und rede auch manchmal schnell. Aber jeder hat sein eigenes Tempo und jeder darf sich diese Zeit nehmen. Und das ist auch so was, dass man das akzeptiert. Und du hast jetzt ganz, ganz viele Materialien. Ja, wir haben wirklich super, super viele Videos gedreht, Arbeitsblätter erstellt. Und das heißt, auch das, was jetzt noch nicht ganz fertig ist, darf jetzt weiter wachsen und entstehen. Also ich finde, das ist auch ein Lernen, dass man auch alles zum richtigen Zeitpunkt für sich selber machen darf. Und insgesamt wollte ich nur noch mal nachfragen, bist du denn mit der Fülle an Materialien gut versorgt und zufrieden, was wir da alles so mit reingegeben haben? Absolut, also mir hat nichts gefehlt, gar nicht. Nee, also ich war jetzt gerade am Überlegen nochmal, also ich bin jetzt gerade nochmal so kurz durchgegangen. Also was glaube ich wirklich das größte Geschenk ist, oder der große Reichtum,
in diesem Kurs ist, ist wirklich die Erfahrung, die ihr habt. Ne? Auch das ist wirklich was, weil ansonsten kann ich es in Büchern lesen oder nehme mir irgendein, ach, ihr wisst schon, wie ich meine. Ja. Ne? Also ihr habt es einfach gemacht, ja, und das ist deutlich spürbar. Ne? Also man kann Fragen stellen in der Anwendung einfach auch. Und ich meine, es ist schon, ihr seht, da muss ich gleich wieder hier am Hirn kratzen. Ne? Es ist also vor allen Dingen, ne, wenn du so ein bisschen ein Alter hast, ne, dann wird es ja immer so ein bisschen schwieriger auch, sich so neuen Dingen zu öffnen. Aber dadurch, dass das bei euch einfach so, so echt ist, ja, und gelebt ist, konnte selbst ich so einige Hindernisse, die ich da habe, wenn es um Technik geht, überwinden. Ja? Also ich denke, das ist wirklich der große Reichtum dabei. Ja? Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sabine, auch dass du dich geöffnet hast, ja, dich von uns hast begleiten lassen. Sehr gerne haben wir das praxisorientiert gemacht und wenn dann mal eine Hürde kommt oder ein Widerstand, ja, dann brauchen wir das ja auch als Herausforderung, um dann unsere Mentees auch darüber zu heben. Und das ist uns mit dir auch wunderbar gelungen. Du hast ein wunderbares Portfolio für die Welt und in dem Sinne danken wir dir und wir bleiben in Kontakt, ganz, ganz sicher. Ja, wir sind für die Frauen dieser Welt auch angetreten und ja, wünschen dir weiterhin alles Gute. Ja, danke ihr beiden. Vielen, vielen Dank. Tschüss.